meine Lieben, willkommen. Deine Tageskarte. Schauen für dich deine Tageskarte. Du wählst eine aus. Die erste Karte. Die zweite Karte. Was ist denn hier los bei dir? Karte Nummer 1. Was haben wir denn für dich? Welche Energie? Drei der Münzen. Bei dir geht es um Praktizierung, Planen, Besprechen. Du wirst heute viel besprechen, womöglich im Team, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du hast da irgendwie gar keinen Bock. Du möchtest dein eigenes Ding haben. Bei dir kann es möglich sein, dass du dich hier verbessern tust, etwas aufweiten möchtest bezüglich deiner Zukunft. Hier ist eine Planung ersichtlich, ja, eine handwerkliche Planung. Manche werden hier arbeiten, praktisch arbeiten, um hier etwas zu erschaffen. Ja, kann ja auch sein, dass du hier momentan in Renovierungsmodus bist. Auf jeden Fall, hier wird viel besprochen, geplant werden für deine Berufung. Ja, für deinen Berufswegen ist hier auch ersichtlich. Auf jeden Fall Verbesserung. Ja, Verbesserung, Wachstum im Berufsangelegenheiten ist hier auch. Kann möglich sein, dass du hier ja auch Informationen suchst, um hier dein Wissen auszuarbeiten. Ja, der eine oder andere wird hier eine Prüfung ablegen und bekommt hier aber auch ein gutes Ergebnis. Du sollst dich hier auch viel mehr ermächtigen, damit du gewisse Sachen hier nach vorne bringen kannst. Ja, dich ermächtigen in dein Tun und in dein Wirken. Ja. Geistiges Wachstum. Die Dinge wachsen für dich. Du wirst dich hier sehr gut ausbessern, auswirken beruflich. Wir wissen mehr aneignen und das dann auch praktizieren und umsetzen. Ja, Umsetzung, Verbesserung, eine höhere Qualifikation ist ersichtlich für dich. Darum geht's. Der eine oder andere kann möglich sein, dass ihr hier auch Zuwachs kriegt. Ja, Münzvermehrung. Okay. Karte Nummer 1, dann schauen wir für dich Karte Nummer 2. So, in der Kelche. Oh, bei dir geht es heute um dein Wohlbefinden, um Genuss, um Leidenschaft, ja. Wohlbefinden, Harmonisierung. Vielleicht beschäftigst du dich auch mit Kunst, du wirst dich heute inspirieren lassen. Oder du beschäftigst dich einfach mit Dingen, die dir gut tun, ja. Das kann hier aber auch möglich sein, bei manchen nur sehe ich, dass ich hier... sich mit einem Mann treffen. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich darauf komme, aber du wirst hier eine interessante Begegnung haben mit einem Mann. Ja, auf jeden Fall um deine Wünsche her, auch um deine Wunscherfüllung. Du sollst hier auf dir selber vertrauen. Es geht hier einfach heute um dich selber, dass du für dich Gewinne einstellen tust, emotionale Gewinne und dich wohlfühlen tust. Das kommt für dich, ja. Ja. Und soll ich dir mal sagen, bei manchen wird das so sein, lass deinen Ex-Partner los, ja, deswegen dich einstellen, es geht hier um einen Mann, hatte ich schon richtig, dein Ex-Partner, du sollst hier dir die Frage stellen, tut dein Ex-Partner dir los, bringt er dir Wohlgefühl, das ist hier deine Intention der Karten, ja, dass du wieder wirklich wieder in dein Leben stabil werden tust und hier wieder deine eigene Macht zurückfinden tust, das ist deine Energie, ja. Das ist so ersichtlich für dich, Karte Nummer 2. Vielleicht ziehst du dich auch hier zurück und beschäftigst dich hier mit dir selber, um zu versuchen, zu dich zu besinnen, ob es dir wirklich gut geht, dein Wohlbefinden. Ja? Okay, dann lasse ich das so stehen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.